Genau, ich glaube, da sind wir krank geworden und sind verreist und so weiter und so fort. Ja. Und zwar bezieht sich eigentlich diese Predigt, wurde eigentlich so im Grunde ausgelöst so von diesen Ereignissen, die wir im letzten Jahr erlebt haben. Wo drückt man hier drauf? Da, ne? Oh, okay, cool. Aha. Genau. Ja, das waren einfach Ereignisse, die wir so im letzten Jahr sehr, sehr, sehr intensiv erlebt haben und die ich auch selbst sehr intensiv erlebt habe. Das war eine Zeit, besonders vor Weihnachten, so zwischen Oktober und Dezember, Januar. Das war die Zeit, wo praktisch die Corona-Krise so ziemlich auf ihrem Höhepunkt war. Ich meine, jetzt ist alles schön, finde ich. Irgendwie, wir haben quasi den Frühling schon fast vorbei und wir gehen irgendwie so auf den Sommer zu und alles ist frei und man kann sich frei bewegen und es gibt keine Einschränkungen mehr wirklich. Und ja, alles hat sich verändert. Die ganze Situation hat sich verändert. Aber ja, es ist auch wichtig, finde ich, dass wir auch dankbar sind, einfach für alles das, was wir haben und ja, für die Dinge, die sich jetzt auch zum Positiven gewendet haben und dass sich alles gewissermaßen entspannt hat. Trotzdem war es so, dass ich für eine lange Zeit eigentlich Dinge so in meinem Herzen getragen habe, so von Bedrückung irgendwie und von Traurigkeit und dass ich einfach auch lange Zeit gebraucht habe, um diese Dinge einfach zu verarbeiten. Das war einfach die Zeit, wo vor Weihnachten man die Bedrückung praktisch, fand ich, im Land so förmlich spüren konnte, wo die Zahlen, die Corona-Zahlen stiegen und stiegen und Medien und Politik haben den Druck auf Menschen immer weiter erhöht. Es ging auch darum, dass sich auf jeden Fall und unter allen Umständen jeder irgendwie impfen lassen musste. Und wenn man das nicht gemacht hatte, dann stand man jeden Tag vor Testcontainern, teilweise im Regen, vor ellenlangen Schlangen. Es gab einen hohen moralischen Druck auch von vielen verschiedenen Seiten und Schwierigkeiten auf der Arbeitsstelle, wo ich auch teilweise Ängste ausgestanden hatte, wie ich da am nächsten Tag mit meiner Klasse ins Museum komme oder ob sie mich jetzt vielleicht nicht reinlassen und wie ich einfach, ne, wie ich diese Situation dann bewältige, wie ich das dann den Kindern erkläre, was dann passiert, wenn die Eltern das erfahren und so weiter. Das war sehr, sehr schwierig, fand ich. Ich konnte mir es eigentlich gar nicht vorstellen, dass es jemals so weit kommen konnte irgendwie. Ja, das habe ich mir nicht so vorgestellt. Irgendwie. Ich dachte, man hätte irgendwie die Wahl so gewissermaßen, wie man sich verhält. Und ich möchte auch nicht sagen, was richtig ist oder was falsch ist. Ich dachte nur, man hätte die Wahl. Und wenn man die Wahl hat, dass man dann am Ende praktisch nicht so derartig praktisch bestraft wird und derartig unter Druck irgendwie gerät. Und dann, was ich einfach beobachtet habe in der Zeit, war, dass es zu einer extrem starken Spaltung irgendwie kam. Also zu einer Spaltung auf jeder Ebene. Ich habe einfach hinter diesen ganzen Geschehnissen geistliche Ursachen gesehen. Einmal einen Geist der Spaltung und auch einen Geist der Angst. Die Angst war ja sehr stark und sehr groß. Es ging ja um Leib und Leben und um Gesundheit und um Sicherheit, ne? Und das sind natürlich auch sehr, sehr wichtige Dinge, die Menschen so schon sehr stark praktisch unter Druck setzen können. Und dann sah und beobachtete ich und hörte irgendwie auf jeder Ebene. Zwischen Kollegen gab es Spaltung, zwischen Ehepartnern gab es dann Spaltung, wer sich jetzt meinetwegen impfen lässt und wer nicht, oder ob man das Kind impfen lässt oder nicht und so weiter. Streit. Dann sprach ich mit einer Kollegin und die erzählte mir dann, dass es Streit gab, wer jetzt zur Weihnachtsfeier eingeladen werden kann und wer nicht. Und dann gab es teilweise getrennte Pausenräume oder Essräume und also. Auch bei Christen, bei Nichtchristen in Gemeinden, wirklich auf jeder Ebene ist es einfach zu einer Spaltung gekommen. Und dahinter stand einfach Angst. Angst und ja, Menschen wurden gewissermaßen so gegeneinander irgendwie aufgehetzt, auch würde ich sagen. Und danach ging es weiter, dann gab es eine gewisse Entspannung. Und dann ging es weiter mit dem Ukraine-Krieg. Und dass praktisch die Russen nun diese Aggressionen begangen haben gegen die Ukraine. Und dann kam es teilweise dazu, dass Russen angefeindet wurden. Einfach nur, weil sie Russen waren irgendwie. Dass selbst irgendwie die Schulleitung uns irgendwie einen Brief schrieb, dass wir doch bitte alle freundlich sein sollen zu unseren russischen
Mitmenschen, nur weil jetzt zufällig Russland gegen die Ukraine einen Krieg führt, wäre das ja kein Grund, da irgendwelche Feindseligkeiten aufkommen zu lassen. Ich habe das selbst erlebt in einer Gemeinde, in der viele russischstämmige Menschen waren und eben auch Menschen aus der Ukraine, und da gibt es ja auch enge Verbindungen. Da musste der Pastor richtig massiv gegenwirken. Der musste dann richtig Maßnahmen praktisch einleiten, um die Einheit nicht zu gefährden, und hat dann so verbindende Aktionen durchgeführt, und wo Menschen sich gegenseitig Liebe und Vergebung sozusagen zugesprochen haben, damit es da eben nicht zu einem Riss kommt. Genau. Und in dieser Zeit war es auch super wichtig, einfach, dass wir nicht vergessen haben, worum es eigentlich geht. Also, dass wir einfach unseren Blick auf das Richtige richten, dass wir auf Jesus sehen und dass wir uns auf das Reich Gottes konzentrieren und darauf, worauf es wirklich ankommt, speziell auch in der Gemeinde, dass wir auch in der Gemeinde nicht aus dem Blick verlieren, hier sind wir, um Jesus zu dienen, wir sind hier, um am Reich Gottes mitzuarbeiten, und es geht darum, um die Ewigkeit, es geht um die Seelen von Menschen und jetzt nicht praktisch nur um gesundheitliche Themen oder so. Genau. Da mussten dann die Pastoren auch massiv praktisch gegenwirken. Und dann habe ich mich gefragt, ja, was hätte denn Jesus getan in so einer Situation? Oder wie hätte er sich denn vielleicht verhalten? Und ob man es glaubt oder nicht, Jesus hat auch in einer gespaltenen Gesellschaft gelebt. Er selbst lebte in einer Gesellschaft, die gespalten war und wo es wirklich viele politische Unruhen auch gab. Und ich möchte mir halt gerne mit euch angucken, wie Jesus auf diese Spaltung in der Gesellschaft reagiert hat, wie er mit Menschen umgegangen ist und deren Meinung er zum Beispiel nicht teilte. Und ich möchte gerne darüber sprechen, wie wir entsprechend halt handeln können und wir eben diesem Geist eben entgegenwirken können und uns da halt gut verhalten können in dem Moment. Genau. Und zwar habe ich herausgefunden, dass Jesus hatte ein Urteil praktisch gefällt über die Leute so um sich herum. In Lukas 7, Vers 31 sagt er: Wie also soll ich die Menschen von heute beschreiben? Wem gleichen sie? Sie sind wie Kinder, die sich auf dem Marktplatz streiten und einander Dinge vorwerfen. Ich glaube, dass er in einer ziemlich irren Zeit so gelebt hat, wo ganz schön viel los war. Ja? Das war ja die Zeit, wo Israel, oder damals hieß es, glaube ich, auch irgendwie Palästina, von den Römern besetzt war. Und das war so eine ganz extreme Mischung, denke ich, auch dort in diesem Land. Ja? Da gab es natürlich die Juden. Und die glaubten an den einen wahren Gott, und das taten sie auch, also speziell die religiösen Juden und die Pharisäer und so weiter. Und die politischen Eiferer, die waren da sehr, sehr stark hinterher, bloß keine Regeln zu übertreten. Da gab es die 10 Gebote und noch 600 weitere Gesetze. Und Pharisäer, die vertraten eben auch eine gewisse strenge Religiosität und so weiter. Und dann gab es da eben auch die Besatzer. Ne? Da waren dann römische Soldaten im Land, und die wurden auch bekämpft oder gehasst. Und die glaubten ja nicht nur an einen Gott, sondern an viele Götter. Und ihr Lebensziel war jetzt nicht unbedingt, jetzt dem einen Gott oder so zu dienen, sondern sie strebten Lustgewinn an. Also es gab so eine Philosophie des Hedonismus, da geht es darum, halt einfach möglichst den eigenen Lustgewinn zu erhöhen und irgendwie möglichst angenehmes Leben so zu haben. Ich erinnere mich an Geschichtsbücher, wo dann eben diese, weiß nicht, wie heißen die, diese Bäder haben sie da aufgemacht, und da konnte man sich eben schön entspannen, und da gab es also, es ging einfach auch darum, viel Spaß zu haben so im Leben, ne? Und das haben wir ja bei uns eigentlich heutzutage auch, ne? Und da gab es auch eben starke Spannungen im Land, in Israel, wo Jesus unterwegs war damals. Die politischen Eiferer, von denen er auch, glaube ich, einen Jünger hatte, ne? Da gab es so einen, Simon der Zelot war das, glaube ich, ne? Der wollte gegen die Römer kämpfen, also der wollte die loswerden und wollte auch möglichst Jesus auf den Thron setzen, damit er dann diesen Römern da praktisch ein Ende macht. Und die Römer ihrerseits, die waren eben die Unterdrücker, ne? Und die haben teilweise diese Eiferer dann auch öffentlich hingerichtet. Da war also wirklich eine Menge los. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass da außerdem noch viele Ausländer im Land lebten, aus den Nachbarländern, die wiederum weitere Interessen und Glaubensrichtungen und Hintergründe und so weiter eingebracht hatten. Und ja, mitten in diesem ganzen Chaos war nun Jesus irgendwie unterwegs,
so wie wir heute auch so eine sehr, sehr vielfältige und ja, durchaus sehr zersplitterte Gesellschaft im Grunde haben. Und in Lukas 7 lesen wir eine Geschichte von Jesus. Und in dieser Geschichte geht es um einen römischen Hauptmann, der von Jesus gerne Hilfe haben möchte. Und diese Geschichte wird sehr, sehr oft vorgelesen, wenn es darum geht, was ist Glaube oder was ist wahrer Glaube. Denn Jesus war sehr beeindruckt von dem Glauben von diesem römischen Hauptmann. Aber ich möchte diese Geschichte vorlesen und gerne dafür verwenden, und zeigen, dass es dort eben verschiedene Gruppen in dieser Geschichte gibt, die dort vorkamen. Und wie Jesus eben mit diesen Menschen umgegangen ist, die ganz unterschiedliche Hintergründe hatten und ganz unterschiedliche Glaubensrichtungen und Meinungen und Lebensweisen einfach hatten. Also ich lese aus Lukas 7. Nachdem Jesus das alles zu der Menschenmenge gesagt hatte, ging er nach Kapernaum. In dieser Stadt lebte ein Hauptmann des römischen Heeres, dessen Diener war schwer krank und lag im Sterben. Und weil der Hauptmann seinen Diener sehr schätzte, schickte er einige führende Männer der jüdischen Gemeinde zu Jesus, von dessen Ankunft er gehört hatte. Sie sollten ihn bitten, mitzukommen und seinem Diener das Leben zu retten. So kamen sie zu Jesus und baten ihn inständig: Hilf diesem Mann, er hat es verdient, denn er liebt unser Volk und er hat sogar den Bau der Synagoge bezahlt. Jesus ging mit ihnen. Aber noch ehe sie das Haus erreicht hatten, schickte ihm der Hauptmann seine einige Freunde entgegen und ließ ihm sagen: Herr, mach dir nicht die Mühe, in mein Haus zu kommen, denn ich bin es nicht wert, dich zu empfangen. Deshalb bin ich auch nicht persönlich zu dir gegangen. Sag nur ein einziges Wort, dann wird mein Diener gesund. Auch ich stehe unter einem höheren Befehl und habe andererseits Soldaten, die mir gehorchen. Und wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er, und befehle ich einem anderen, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu dies, dann führt er meinen Auftrag aus. Als Jesus das hörte, wunderte er sich sehr über ihn. Er wandte sich der Menschenmenge zu, die ihm gefolgt war, und sagte: Eins ist sicher, nicht einmal unter den Juden in Israel bin ich einem Menschen mit einem so festen Glauben begegnet. Als die Freunde des Hauptmanns in das Haus zurückkamen, fanden sie den Diener gesund vor. Also, wir sehen in der Geschichte verschiedene Gruppen. Wir sehen einmal einen Vertreter der Römer, eben diesen römischen Hauptmann. Ein Römer. Dann haben wir hier führende Männer der jüdischen Gemeinde. Das waren praktisch die religiösen Pharisäer. Lustigerweise war dieser römische Hauptmann mit denen befreundet. Er schien Respekt zu haben vor dem Gott der Juden und hatte sogar wohl den Bau der Synagoge irgendwie mitfinanziert. Dann gab es noch die Freunde von diesem römischen Hauptmann, die waren, wer weiß, woran die glaubten und was die so wollten irgendwie, und die Juden und Jesus selbst. Also einfach so eine ganz bunte Mischung an Menschen. Und jetzt möchte ich gerne darauf gucken, einfach was Jesus macht und wie er mit diesen Menschen umgeht. Also zum einen steht hier, finde ich, so ein ganz kurzer Satz, den ich sehr interessant finde, einfach: Jesus ging mit ihnen. Er fragt nicht jetzt groß so: Ja, woran glaubst du denn und was ist denn deine Meinung und darf ich dir denn jetzt helfen oder nicht, und nur wenn du jetzt meine Meinung teilst oder wenn du jetzt meinetwegen auch an meinen Vater glaubst, dann werde ich dir helfen, sondern er ging einfach mit. Er ging einfach mit den Menschen und sah sich an, wo das Problem war, und begegnete einfach ihrer Not. Und er brachte diesen Menschen Wertschätzung entgegen. Der römische Hauptmann, wer weiß, was der so für einen Lebensstil hatte, das weiß man gar nicht so genau, aber auf jeden Fall lobt Jesus ihn einfach und er sagt: So einen Glauben habe ich in Israel noch nicht groß gesehen. Er sieht das Positive in dieser Person und genau darauf geht er ein und sagt genau diesem Menschen, was er praktisch Positives an ihm sieht. Er fragt nicht nach der politischen Überzeugung oder irgendwelchen anderen Dingen. Genau. Und das finde ich einfach wichtig, dass wir das halt auch so machen, dass wir einfach Jesu Vorbild so an der Stelle folgen, dass wir einfach Menschen mit Wertschätzung begegnen und dass wir das Gute in ihnen sehen. Und dass diese Dinge, die einen Menschen ausmachen,
nicht hinter anderen in den Hintergrund geraten, sondern ja, dass einfach für uns der Mensch einfach ein Mensch ist, den wir wertschätzen und wo wir uns einfach bemühen, eben das Gute zu sehen und eben das auch anzusprechen. Genau. Dass wir auch mit Menschen Zeit verbringen, auch vielleicht, wenn wir nicht ihre ganzen Überzeugungen oder so teilen. Jesus tat das ja nicht nur einmal, sondern es gab dort auch andere Begegnungen, wo er zum Beispiel in das Haus ging von, wie war das, jetzt finde ich das gerade hier nicht. Er ging einmal in das Haus von Zachäus, der ein Zöllner war und der auch praktisch nicht besonders beliebt war. Und auch diese Begegnung, wo einfach eine Prostituierte reinkam. Ne? Er ging einmal zu einem Pharisäer zu Besuch und da kam eine Prostituierte rein. Und Jesus beschäftigte sich mit ihr und ließ sich von ihr dienen und ließ sich sogar von ihr berühren, egal was eben ihr Hintergrund gewesen ist. Genau. Und ja, mein dritter Punkt ist einfach das, ich habe ja einen Vers rausgesucht, Epheser 4, 1 bis 3, überhebt euch nicht über andere, sondern seid freundlich und geduldig und geht in Liebe aufeinander ein. Ja, das bedeutet das. Also ich würde sagen, das heißt einfach den anderen in seiner Meinung so stehen zu lassen und mehr zuzuhören als zu reden, zu verstehen und zu akzeptieren und dass man sich einfach einig, also dass man sich darauf einigt, dass man sich nicht einig ist zum Beispiel. Ja. Der nächste Punkt ist, dass wir aufgerufen sind, uns um Frieden zu bemühen. Einmal bringt Jesus Heilung und Versöhnung für eine ganze Gesellschaft, was also eine umfassende Sache ist. All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden und so lautet sie. Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Das heißt, Gott hat uns durch Jesus mit ihm selbst versöhnt und auf diese Art und Weise werden wir zur Vertretung von Jesus auf der Erde zu Gesandten, die praktisch als neue Schöpfung Frieden stiften sollen. Gott gibt uns die Aufgabe zu versöhnen und Jesus ist dabei einfach unser Vorbild. Also Jesus ist einfach der größte Friedensbringer, derjenige, der es geschafft hat, die Menschheit mit Gott wieder zu versöhnen. Und deswegen haben auch wir halt den Auftrag, da wo es uns möglich ist, Frieden herzustellen, soweit wir das tun können. Und das gilt eben auch dann für die Ebene, für die zwischenmenschliche Ebene. Das Wort Versöhnung bedeutet, jemanden für Freundlichkeit gewinnen, etwas in Harmonie, Ganzheit und Fülle dem ursprünglichen Zweck zurückzuführen. Der Dienst der Versöhnung ist, mit Gott Frieden schließen und dann untereinander praktisch Frieden zu stiften. Und ja, wenn ich zu Jesus gehöre, dann repräsentiere ich praktisch, also Jesus in der Welt, und bin ein Gesandter von Jesus und bin dazu berufen, einfach Frieden zu stiften. Ich finde diese Wortbedeutung von Versöhnung finde ich sehr interessant, die ist sehr umfänglich so beschrieben. So für Freundlichkeit gewinnen, etwas in Harmonie, Ganzheit und Fülle dem ursprünglichen Zweck zurückzuführen. Das heißt, Gott hat uns dazu bestimmt, dass wir einander lieben und einfach in Frieden miteinander zurechtkommen und das Gute in dem anderen sehen. Und ja, es ist einfach wichtig, dass wir über andere Dinge das Wichtigste nicht vergessen, ne, unsere Beziehung miteinander. Und der letzte Punkt, den ich ansprechen wollte, ist vielleicht irgendwie so ein bisschen so auch das Schwierigste.
Ich denke, dass jeder von uns das schon irgendwie erlebt hat, dass er schwierige Situationen hatte, dass er von anderen Menschen irgendwie ausgegrenzt wurde oder gemobbt wurde oder verletzt wurde oder sowas. Und ich habe vor nicht allzu langer Zeit mit jemandem geredet und die Person hat zu mir gesagt, ja, aber die verdient es nicht. So. Und habe ich mir so Gedanken darüber gemacht und habe dann der Person geantwortet und habe gesagt, niemand verdient es. So, wir verdienen es alle nicht letzten Endes. Keiner von uns verdient irgendwas. Und Gott ist irgendwie uns so gnädig gewesen und er vergibt uns. Und deswegen sollen wir halt auf jeden Fall auch anderen vergeben. Es gibt sogar diesen einen Vers, dass wenn wir Menschen nicht vergeben, dass Gott uns auch nicht vergibt. Und das finde ich schon, also hört sich schon ziemlich hart an so. Aber ich glaube, dass Gott das wirklich ernst meint und dass es echt eine Bedingung ist. Dass er uns praktisch nicht vergibt, wenn wir Menschen nicht vergeben. Und dann denkt man sich, ja Gott, aber du weißt ja gar nicht, was XY mir angetan hat. Und du weißt ja gar nicht, wie sich das angefühlt hat. Weiß er wohl. Ne? Also Jesus war hier auf der Erde und hat eigentlich so wirklich so schlimmste, irgendwie schrecklichste Sachen erlebt. So wirklich schlimme Anfeindungen und sogar ne, Folter und Tod und und dann ist mir aufgefallen, er hängt dort am Kreuz, ja, und betet allen Ernstes, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das heißt, er möchte, dass den Menschen, die ihm jetzt gerade da quasi gefoltert und getötet haben, oder naja, noch nicht ganz, ja, dass denen vergeben wird, die ihm wirklich wirklich schrecklichsten Schmerzen irgendwie angetan haben. Das kann man eigentlich kaum nachvollziehen, wie jemand überhaupt dazu in der Lage sein kann. Und weil Jesus eigentlich immer im Willen des Vaters gebetet hat und alle seine Gebete erhört wurden, hat Gott allen Ernstes auch diesen Menschen vergeben, die das seinem Sohn angetan haben. Furchtbar oder großartig, könnte man sagen. Ne? Also Gottes Gnade ist wirklich unglaublich groß. Und dann ist mir aufgefallen, dass Jesus ja diesen Menschen, die ihm diese schlimmen Sachen angetan haben, nicht nur vergibt, sondern er stirbt auch noch für sie und ermöglicht ihnen praktisch letzten Endes das ewige Leben bei seinem Vater. Und dann denke ich mir, also wenn er das kann, ja, wenn er zu solchen Dingen irgendwie in der Lage ist und uns also das selbst so in der Art praktiziert und lebt und als Vorbild uns für uns irgendwie darstellt, dann haben wir eigentlich wirklich keine Ausrede mehr, irgendwie Menschen einfach wirklich zu vergeben, selbst wenn ja, sie einem wirklich was Schlimmes halt angetan haben. Genau, und das Vergeben heißt nicht, dass man das gut redet oder gut heißt, was passiert ist. Ich denke einfach, dass Unrecht Unrecht ist und dass man das auch so benennen darf, ja. Und ich denke auch, dass man sich nicht wieder in Situationen begeben muss, wo jemand anderen einem wieder das gleiche Unrecht irgendwie antut. Oder wir müssen nicht dumm sein. So Gott fordert uns nicht auf, uns freiwillig irgendwie praktisch ausnutzen oder schlecht behandeln zu lassen. So, das ist nicht das, was er meint, sondern es ist einfach, wenn man aus einer Situation rausgegangen ist, dass man halt einfach vergibt. Und ja, die Frage ist, was passiert, wenn man vergibt? Da sind bestimmte Dinge, die dann in seinem Inneren passieren. Und zwar einfach, da entsteht eine neue Freiheit. Ich glaube, wenn man Bitterkeit hat gegenüber einem Menschen in seinem Herzen, dann ist man gebunden. Man ist selbst gefangen. Es gibt diesen Spruch, wenn man gegen jemanden verbittert ist, dann ist das so, wie wenn man möchte, dass der andere stirbt, aber man selber trinkt das Gift. So, man trinkt Gift und hofft, der andere stirbt. So. Und in Wirklichkeit ist es so, dass sich das dann in der eigenen Seele eingräbt. Und speziell je länger man das dann auch kultiviert, darüber nachdenkt und sich nachts in seinem Bett wälzt und immer wieder darüber nachdenkt, umso schlimmer wird das, umso tiefer gräbt sich das ins Herz und bildet halt auch Wurzeln, die dann am Ende halt schwer zu entfernen sind oder ja. Und die Frage ist halt, ja, wie soll ich das denn machen? So, wenn mir jetzt jemand wirklich was Schlimmes getan hat oder so, wie soll ich dem denn vergeben? Wie soll ich das machen? Ich fühle das nicht. Ich bin wirklich wütend und ich bin wirklich verletzt. Wie soll ich das machen?
da die Hilfe dabei ist, dass man einfach eine Entscheidung trifft. Dass man sich einfach entscheidet, irgendwie Menschen zu vergeben und dass Gott dann das andere Übrige tut. Warte mal, habe ich jetzt hier eine passende? Ja. Richtig, die Folie fehlte noch. Dass Gott einfach dann das tut, was im Herzen dann fehlt. Und er arbeitet dann daran, am eigenen Herzen. Er ehrt diese Entscheidung, die wir getroffen haben, die Entscheidung loszulassen, die Entscheidung, dem anderen das Unrecht praktisch nicht mehr anzurechnen. Und er ehrt einfach diese Entscheidung und heilt das eigene Herz. Sodass einfach die Dinge, dass es nicht mehr wehtut. Und das geht bestimmt auch jetzt nicht von heute auf morgen. Das ist auf jeden Fall ein Prozess, aber ich denke, dass es immer die richtige Entscheidung ist. Außerdem setzt es auch den anderen frei. In bestimmten Beziehungen kann es sein, dass speziell wenn es sich um eine Person handelt, die meinetwegen einem unterstellt ist oder sowas, ja, man ist eine Autoritätsperson, kann es sein, dass das eben auch einen Fluch bewirkt, wenn zum Beispiel ein Vater irgendwie verbittert ist gegen seine Kinder und immer wieder schlechte Dinge über sie ausspricht, dann kann es dazu führen, dass es eben auch negative Auswirkungen auf das Leben von diesen Kindern hat, ne, weil der Vater eigentlich eine natürliche Autorität hat über diese Kinder. Und genau, deswegen ist es ja besonders wichtig, da eben die andere Person auch freizulassen und ja, dass auch die Person in eine Freiheit kommen kann. Ja, mal sehen, was bei uns in der Gesellschaft so als nächstes passiert und welche neuen Krisen sich auftun. Ich wollte einfach dafür werben, dass wir über diesen ganzen schwierigen Entscheidungen und Krisen und Ängsten praktisch einfach die Menschen nicht aus dem Blick verlieren, dass wir Jesus nicht aus dem Blick verlieren und dass wir vielleicht irgendwie eine Hilfe in die Hand bekommen, wie wir in dem Moment vielleicht damit umgehen sollen. Ja, und ich möchte jetzt einfach Gelegenheit geben, dass wenn jemand vielleicht jetzt die ganze Zeit an eine bestimmte Person gedacht hat, an Menschen gedacht hat, die ihm oder ihr eben das Leben schwer gemacht haben oder wirklich einfach Dinge getan hat, die wir ihm vorwerfen, dass wir darüber nachdenken und ja, einfach eine Entscheidung treffen, loszulassen, eine Entscheidung treffen, zu vergeben und Gott bitten, dass er unser eigenes Herz auch heilt, den anderen freisetzen und uns selbst freisetzen.